Der türkische Verkehrsminister übernimmt. Binali Yildirim soll Chef der islamisch-konservativen AKP und der türkischen Regierung werden. Es heißt, als Premier wird Yildirim vor allem dafür zu sorgen haben, dass durch Verfassungsänderungen die faktisch bereits vollzogene Verlagerung der Macht vom Parlament zum Präsidenten legitimiert wird. Niemand sollte daran zweifeln, dass wir und alle anderen Parteimitglieder alles dafür tun werden, um zuallererst mit unserem Parteigründer, Vorsitzenden und Führer voller Harmonie daran zu arbeiten, die Ziele unserer großen Türkei zu erreichen. Als Ahmet Davutoglu Anfang Mai von Präsident Erdogan zum Rücktritt genötigt wurde, richtete sich die Aufmerksamkeit schnell auf Yildirim. Er wurde als einziger Kandidat für den Vorsitz der AKP und damit auch als Nachfolger für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert.